Ja, und die Bilder, die wir jetzt zeigen werden, die sind nichts für schwache Nerven. Es geht nämlich um Ratten. Carsten, es gibt eine Rattenplage in Köln, in einem Stadtteil. Fressen sie sich da gerade durch die Straßen? Und es sind hunderte Tiere, die eine Hochhaussiedlung in Angst und Schrecken versetzen. Meschenich. Meschenich heißt Gölle. Der Stadtteil. In Gölle, ne? Sagt man doch Kölle, oder? Ja, und da muss man wirklich sagen, also das Schlimme ist, dass die Ratten sich immer mehr verbreiten. Und die Anwohner, die sind nicht ganz unschuldig an dieser Situation, weil na, offenbar scheint es da an der Tagesordnung zu stehen, dass man einfach seinen Müll auf die Straße wirft. Und das zieht die Ratten natürlich an. Natürlich. Für die Ratten ist der Tisch gedeckt. Köln-Meschenich, für sie ein Paradies. Mittendrin dieser Spielplatz. Salmay Habib wohnt seit 5 Jahren direkt nebenan und lässt seine Kinder hier nicht mehr alleine spielen. Weil die Kinder sind, die gehen einfach draußen mit zu Freunden. Ne? Und dann haben wir auch Angst und rufen wir immer, komm mal wieder rein. Dass ja nicht die von den Ratten gebissen werden. Ne? Die Ratten werden angelockt von Essensresten und Müll, die Anwohner achtlos vom Balkon werfen. In dem sozialen Brennpunkt treffen rund 60 Nationalitäten aufeinander. Soziale Projekte und Aufklärungsversuche scheitern seit Jahren. Die Möglichkeiten der Stadt sind begrenzt, denn die 1200 Wohnungen sind in Privatbesitz. Ich möchte, dass die Menschen in den Häusern, die hier wohnen, aufgeklärt werden. Dass sie genau wissen, was das bedeutet, wenn man hier die ganze Zeit den Müll aus den Fenstern schmeißt. Also ich fordere einfach, dass ein runder Tisch eingerichtet wird, wo alle Akteure vor Ort zusammenkommen und sich einen Aktionsplan überlegen. Meschenich ohne Ratten gibt es nicht, sagt Franco Clemens, der hier jahrelang als Streetworker unterwegs war. Aber noch nie sei es so extrem gewesen. Aber das, was wir jetzt hier erleben, das habe ich noch nie gesehen. Wir haben es mit einer regelrechten Ratteninvasion zu tun, so wie wir es eigentlich nur aus irgendwelchen Slums aus den Staaten oder Asien oder irgendwo in Afrika auf der Müllhalde kennen. Also für mich ist das ehrlich gesagt schon eine Art Gesundheitsnotstand, der hier stattfindet. Er fordert Aufklärung, mehrsprachige Flyer, strafrechtliche Konsequenzen. Außerdem müsse die Politik jetzt Druck auf die Wohnungsgesellschaften machen, um den Ratten in Köln-Meschenich nicht das Feld zu überlassen.